Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir, ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Wir sind einfach durch die Gegend gerannt und haben einen Ort gesucht und haben am Ende des Parts nach einer halben Stunde immer noch nicht den besagten Ort gesucht. Und ja, ich habe jetzt mal auf die Karte geguckt und wir sind hier in der Tulea-Tundra. Und wenn man auf der Karte guckt, dann sieht man, dass sich hier hinter noch etwas befindet. Warum zum Teufel? Was ist da oben? Dieses Rote. Das ist verdammt nahe. Hier. Ach, das habe ich auch nicht erkundet. Okay, wir sind jedenfalls hier. Und hier ist jetzt auch noch was. Das heißt, da muss diese Xillia-Tundra sein. Das heißt, wir sind ganz nah dran. Das hoffe ich jedenfalls. Okay, da wir einen neuen Part angefangen haben, kann ich jetzt wieder ein bisschen Zeit lassen. Aber naja. Sorry. Ja, ne, da sollte ich vielleicht mal nachgucken jetzt. Was wir alles gelernt haben. Göttlicher Streif, Angst entfachen. Oh, Ignite Terror. Sehr schön. Todesblick, das Gespenst, hoher Scheidepunkt, Binde Schwere, wiederbeleben. Wiederbeleben, was? Ja, kann ich jetzt nicht nachgucken. Shit. Fertigkeiten. Okay, lasst mich hier mal ein paar Minuten verweilen. Wird um 0, nach Beginn der Bewegung 50, ja. Was haben wir noch? Gunst der Stunde. Zeit, wenn den sie gewickt werden kann. Ja. Nehmen wir erstmal die kleineren Sachen. Statt hier die super bombastischen Dinger. Wie das hier zum Beispiel. Nee. Nein. Weiß ich nicht. Lass mal. So, Ausdauer 2. Als ob du nicht schon genug KP hast, Elvin. Darauf kritisch, Machladung, irgendwas. Moment, der hat so viel teure Sachen, ey. Ladungsbrecher, da. Wah. Ja, das hier. Das brauche ich nicht. Was noch? Boah, der hat gegen alles schon Schutz. Wo ist überhaupt das Buch, was ich von Gaius bekommen habe? Der muss doch irgendwas Gutes bekommen haben. Das hier? Okay. Ja. Das war's. Lies, du hast auch verdammt viel gelernt, wenn ich mich nicht irre. Komplettschutz, oder? Ja, das ist gut. Warte mal, das ist auch gut. Weil ich hab Tipo an immer, ne? Noch einmal erfolgreich? Nein. CP-Schub. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber ist teuer. Das nehmen wir erstmal. So. Jetzt war wieder unbesiegbar. Sollte vielleicht mal gucken hier. Lichthand. Hey, das kenne ich. Wow, das ist nicht mehr lange. Erdbruch, du kannst was anderes nehmen. Nimm das hier. Du kannst auch was anderes nehmen. Du nimmst das hier. Nee, das sind scheiß Sachen. Du nimmst. Doch, du nimmst das hier. Du nimmst nicht davon Elise weg, hallo. So, du kannst was anderes nehmen. Du kannst. Weiß ich nicht. Wow. Du kannst das doch nehmen. Okay, dann. Wäre richtig gut, dass es jetzt so viele verschiedene Fertigkeiten gibt. Das macht richtig Bock. So kann jeder Charakter richtig unterschiedlich aufgebaut sein. Ah, mochte schon im Symphonia 2. War ja auch so ein ähnliches System. Ja, da kam das nicht so oft in anderen Spielen vor. Weil ich ein bisschen schade finde. Aber ihr seid richtig gut. Auch im ersten Teil natürlich. So. Ich muss diese verdammte Xillia-Tundra finden. Weil wenn ich die gefunden habe, dann... Fertigkeit erlernen. Yay. Ich muss jetzt Lichthand erlernen, ne? Und verbundene Aktion. Lichthand war, glaube ich, gut. Oder? Okay, ja, also, egal. So, verbundene... Was weiß ich, was das war. Hier. Oh, sehr schön.
Obwohl AZ sind eigentlich nicht so wichtig. Finde ich jedenfalls. Im ersten Teil fand ich sie nicht mehr so wichtig. Habe ich lieber andere Sachen genommen. Ich habe mir noch Flitzer. Flitzers Halsband. Oh, sehr schön. Nein, geh weg. Das Wort wird immer noch nicht platt. Ich habe mir vor 5 Minuten was zum Teufel. Warum? Okay, 41, wollte schon sagen. Der hält verdammt viel aus, irgendwie. Ich sag, bevor ich die Katze gefunden habe, habe ich mir irgendwie so gedacht, boah, das wäre doch irgendwie schwachsinnig, wenn hier eine Katze irgendwie rumlaufen würde. Die wird sich doch zu Tode erfrieren. Dann gucke ich um die Ecke und das nächste, was ich sehe, ist eine Katze. Ah, sehr schön. Ohne Katze davon gekommen. Sehr schön. Meine Katze ist zurückgekehrt. Sehr schön. Zugvogelfeder. Hey, die brauchte ich da auch für irgendwas. Oh, kein Kommentar? Okay. Nano, hi. Sie kommen alle nach... Einer nach dem anderen. Sehr schön, das wird gespeichert. Geh weg! Er wird sowas von... Der wird sowas von einem Kampf reinziehen. Das sehe ich doch jetzt schon. Und nö, ich war zu schnell. Mein Gott, ist dieser Typ schnell. Denkt er sich nur so. Viel Geld brauche ich auch nicht mehr hier, bis ich wieder was einzahlen kann. Die sind auch verschieden, die wollen jetzt jedes Mal 100.000. Aber ich spinne. Eine Fertigkeit erlernt. Ich würde mal gern gucken. Wieder Wiederbelebung gelernt. Ist ja richtig heftig. Fessel, boah, was? Wo ist sie? Hä? Ich finde immer noch was. Was? Von da komme ich da hin. Okay. Warum bist du rot? Und ihr blau? Okay. Aber ich glaube, von da aus komme ich noch gar nicht dahin, oder? Ja, wenn ich immer noch nicht diesen Scheiß... Ach, ich halt immer noch nicht finde, ne? Schildkrötenkrönchen, okay. Oh, kann ich aber überhaupt runter? Sah jetzt nicht so auf den ersten Blick so aus. Oh nein, ich kann zaubern. Dass ich nicht lache. Ich kann den hier. Aua. Weiß nicht, hier, ihr beiden. Die beiden wollte ich einfach nicht verbinden. Wieso? Zack. Ach man, du sollst doch Dings einsetzen. Oh, das sah schmerzhaft aus, Elise. Ich hab schon längst keinen Plan mehr, was der für Angriff hat, ey. So, zack. Komm her. Wo dich. So. Man hat schon immer so viel. Ja, verdammt, warum setzt? Was? Okay. Ich hab auch was anderes angesetzt. Ein Apfelgummi, sehr schön. So, kann ich hier runter? Nee. Was? Ich will nicht mehr. Wo zum Teufel bin ich? Gibt's doch nicht. Wie komme ich denn da hin? Was? Wie zum Teufel komme ich denn da hin? Gibt's doch nicht. Hey. Seidenbilder? Boah, ich mache hier gleich irgendwas kaputt.
Ich muss durch eine andere Höhle. Stimmt. Wenn man mit Mila spielt, dann muss man durch eine andere Höhle, als wenn man mit Jude spielt. Und da liegt eine Katze einfach so rum. Was ist das denn, Schnurli? Oh Mann. Also ich erreiche Sachen, aber nicht die richtigen. Boah, da muss es aber jetzt sein. Krieg die Krise. Krieg so die Krise. Ich mache gleich irgendwann dem Zimmer kaputt. Ja, schmeiß ich das Mikrofon wie so ein Morgenstern durch die Gegend. Ach komm, geh weg. Ich will ja nicht. Hier, guck mal her. Heiliger Trank. Verpisst euch, ich habe keinen Bock. Mega, ich habe, da war ein Loch, aber ist mir scheißegal. Ich will jetzt einfach nur dieses verkackte Viech finden und den Erdbogen gleich machen. Ich werde damit so eine Pisse Wut gleich auf das Viech losgehen. Ja, und das macht mich fertig. Das wäre richtig geil. So, und ich renne ja trotzdem durch die Gegend und sammle alles mögliche, Mann. Ich bin unverbesserlich. Aus dem Weg! Wusch. Ja, ist nicht mein Tag. Nicht meine Aufnahmesession. Da wollte ich eigentlich nur zwei, drei Parts dieses Mal aufnehmen. Damit ich am Wochenende nochmal aufnehmen kann. Dann, ja. Ein bisschen weniger wollte ich aufnehmen, deswegen. Und ja. Ja. Jetzt, komm mal her. Ich muss irgendwo meine Frust abbauen. Mein Gott, die Schmetterlinge halten ja gar nichts aus. Sehr schön. Ah. Vortreffer, warum? Egal. Stirb. Aua. Was? Ich wollte mein Ding zersetzen. Alles klar. Oh, keine Ahnung, was das sollte, aber egal. Ich habe es getan. Und ich bin stolz drauf. Wie ist das hier? Nala-Höhle? So eine Simba-Höhle? Hm. Ja, jedenfalls, was wollte ich gerade sagen? Eigentlich ein bisschen weniger aufnehmen, aber da ich jetzt hier unbedingt dieses Kackviech erledigen möchte, bin ich doch ein bisschen länger hier. Wer hätte das gedacht? Irgendwann können wir nochmal durch die ganze Gegend rennen, um die zu erkunden, so anständig. Das wird richtig lustig. Ja, irgendwann muss ich sowieso durch alles Mögliche rennen, wegen den ganzen Katzen und so. So, gehen wir wieder hier hinein. Da ist gar kein Loch, was? Das sah so aus, was zum Teufel, mein Fuck. Als einer die Höhle genau gleich aussieht wie die andere, kommt mir irgendwie so vor. Ist ja genauso gleich aufgebaut. Da bilde ich mir halt nur ein. Weiß auch gut, den Ort haben wir im ersten Teil nicht gesehen, glaube ich. Oder? Sind wir durch die Eishöhle oder sind wir hier durchgegangen? Ich weiß das gar nicht mehr. Wir haben ja Jude gesteuert. Und wo ist der hingegangen? Weiß ich nicht. Ja, da ist ein Loch, gehen wir mal da rein. Ich wollte schon sagen, wenn er wieder kein Loch ist, wenn er schon wieder kein Loch ist, ne? Ich erkenne nur ein Loch, wenn ich dagegen. Okay. Extrahiert das Feuerelement aus Element, es hat höhere Wachstumsrate als Flamme. Sehr schön. Wenigstens bekommen wir Zeugs, das sich lohnt. Ich nehme an, er hat irgendwie eine dreifache Wachstumsrate. Ich weiß nicht, wie das erste Nummer hieß. Das Flamme erst der zweite. Ich meine, ich habe schon von Feuer zwei Stück, oder? Hm. Ja, kann ich herstellen, egal.
Selea-Tundra, endlich. Boah. Fuck my life. Ach, nicht da speichern. Egal. Hoffentlich gewinnt die Aufnahme was. Sonst war blöd. So. Ich mich gerne mal ein bisschen hochheilen. Auslöschungskreuz. Ich glaube, man hört mir die Verzweiflung ein bisschen an, ne? So. Ist nur noch ein groß auffälliges Viech suchen. Und dann die Gemüsestick schon mal aktivieren. So. Jetzt komm her. My body is ready. Danach können wir auch mal ein paar andere Missionen hier neu erledigen. Wo ist das? Du! 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 Komm her! Mein Gott! So, jetzt kriegst du aufs Bauer, aber sowas von Blautaurus, ey. Liebesbeute, Tranks, Leben, so, egal. Ha! Meiner. Jawohl. Genau so, wie ich mir vorgestellt habe. Abwehr. Und all sowas, was ich brauche. Okay. Warum habe ich ihn schon wieder ausgewählt? Egal. Hier mal wieder dies machen sollen, die hat noch nicht hier Dings gezeigt. Die Mystic Art. Ha! Das haust du dich nicht nochmal, oder? Hey! Du wirst doch schon verbinden, ihr beiden. Rutsch, rutsch! Rutsch! Oh fuck. Aua. Ja, du lachst, wenn ich hier frecke. Warum tut die Verbindung immer direkt abbrechen? Was soll das? Aua. Aua, aua, ist gut. Ha! Zu langsam. Du rufst irgendwas, ne? Ich wusste es. Und zack! Aua. Voll der Schlag bitten rein, ne? Ihr wollt euch echt nicht verbinden, ne? Na warte. Aufstehen. Aufstehen. Liegen bleiben. Aufstehen. Liegen bleiben. Ein Akku. Ich mach dein Akku fertig. Sehr schön. Ja, schon jetzt auch Feuer, oder? Oh, da bin ich nach ihm gekommen. Warum liegt? Da lag irgendwie Tibor am Boden. Was zum Teufel? Sehr schön. Tibor Schleuder. Kann auch so kämpfen, kein Problem. Ich würde schon gerne ein paar Mal ausweichen.
Das kriegst du wieder aufs Maul. Ja. Na. Aua. Okay, du bist zwar nicht auf mich losgegangen, aber egal. Nein, nicht jemanden rufen. Los, greif an. Jetzt am Abwehren. Aua. So, Lies Mystikat müssen wir eigentlich auch noch singen. Was war das? So, und zack. Und zack. Was bangen ist? Behold my power. Hark. Ich bin Krasnik. Bitch, please. Hübsche Pause. Aua. Schlag auf Doom. Hey, ich bin ausgewichen. Aua, aua. Aua, das ja, wird nicht gut ausgehen. Elise, kannst du ihn bitte heilen? Wer voll Tofte von dir. Aua. Zack. Er hat aber viel aus, wenn man so sich das anguckt. Aua, stopp, Spinne. Alvin, wollte schon sagen, mach mal irgendjemand was. Mal, lass mich doch mal. Und. Der wird dann einfach ab. Ich krieg die Krise. Wird auch, oder? Nee. Ach, wieder nicht. Wow, was zum. Was ist das so eine riesige Explosion? Boah, wat? Ja, okay. Man, I feel good. So kurz vom Level up. So, endlich. Ah, geh weg. Schon, wir sind so kurz vom Level up. Ja. Dann kommt noch einer. Und zack, nochmal den Angriff, der sah geil aus. Ist da irgendwie ein zufälliger immer? Ein zufälliges Element, da sind irgendwie so fünf Dinger am rumfliegen. Wutsch. Sehr schön. Alles klar. So, das kann man ausgehen erstmal. Na, was weiß ich. Kann man das schalten. Wenn ich. Genug Kämpfe erstmal. Ich wollte Feierabend machen. So, wir müssen gleich genug Geld bekommen, ne? Hoffe ich.
auch endlich genug hier, um die ganzen anderen Quests zu machen. Das war Magietonika, die hätte ich gerne. Oder? Jo. Ich das mal so, alles klar. Der war ehrlich gesagt jetzt nicht so schwer, der Gegner, der hat nur verdammt viel ausgehalten. Alles klärchen, dann Blautaurus, ehrlich, 45.000 galt Bronze Abzeichen. Warte mal, ich kann immer noch nicht. Immer noch einer, ne? Du willst mich auch verarschen. Ich brauche Bonze Siegel und kein Abzeichen. Was machen wir dann als nächstes? Ich weiß es nicht. Hab ich auch eine Dingens hier bekommen? Ja, ne? Ja, ich habe doch irgendwie so ein Halsband, oder? Ah, okay. Oh man, das wird nur ewig dauern. Okay, die Dinger werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Ja. Müsste ich euch nicht jetzt nochmal durchziehen. Das hier, was zum Xylenwälder? Ja, nehmen wir Stick da an. Ja, ist gut. Okay, da können wir auch mal nachgucken. Bronzeabzeichen, ja super, ist immer noch nicht genug. Gehen wir mal zu den Xylenwäldern. Diesen einen Typen da neu erledigen. Wenn wir schon so viel Zeit hier investiert haben, dann machen wir den Mist jetzt auch noch. Dich muss ich erledigen, oder? Ice Golem, jo. Warte mal, komm mal her. Zack. Sehr schön. Nochmal, Elise. Ich hoffe, das war Viech jetzt. Danke. Zurück wieder. Schwachsinnig, ey. Ma. Alles klar, ey. Dann weiß ich jetzt schon wieder nicht weiter. Wahrscheinlich werde ich offscreen wieder die ganzen Attacken hier auch hochleveln. Die so blau verzeichnet sind. Gehen wir noch mal nach Dingens hier. Nach Trigav. Tun wir uns auch noch da die Belohnung ab. Wenn wir schon dabei sind. Hey, perfekt. Die Crisps. Moskito, ja super. Wunderheiler. Der Hersteller Plus, okay. Oh Mann. Weiß nicht, was wir dann in der nächsten Folge machen. Vielleicht die Katzensichtungen oder. Wo, ich bin eigentlich schon lang genug durch die Gegend gerannt. Versuchen uns im Kolosseum, konnte ich auch mal gucken. Egal. So, gib mir Blitzschlag plus. Ist das gut? Wir sagen mir, dass das gut ist. Ja, wird schon gut sein. Bams. Keine Ahnung. Ja, dann haben wir ja schon genug erreicht. Die letzten paar Parts. Und dann würde ich sagen, ich weiß noch nicht, was ich in der nächsten Folge machen werde, aber wir werden schon irgendwas machen. Und dann seid ihr wieder dabei. Bei Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.